Das Level ist offiziell scheiße. Hängt teilweise vom Glück ab, wegen der Steuerung. Das ist doof. Also hier mit den... Ja, einmal kurz angetippt und er rennt rein. Das ist scheiße. Das mag ich an den Spielen nicht. So ein Level hatten wir schon mal, aber nicht so krass jetzt. Na, spring doch! Dann krieg ich schlechte Laune von den Scheiß. Spring! Da muss ich warten. Wie oft, wie lange willst du da blinken? Irgendwann muss ich da auch rüber. Wenn die Steine blinken und das schießt und ich gerade nicht in der Mauer bin, dann ist doch Kacke. Mein Daumen rutscht weg. Ah. Ist auch noch ein menschliches Versagen. Da auch. Das Timing ist hier auch unterschiedlich, das finde ich doof. Hm? Jetzt nochmal das gleiche, ohne dass ich sterbe. Geh doch da durch! Och man, Leute. Schiff mal das Spiel aus. Die soll mich hier... Hätte ich fertig werden lassen. Der war schon... Der hat schon... Komm, ich hab das Ding nicht mal berührt und jetzt schon wieder. Ja, töten mich. Hier nochmal. Nein. Einzellevel, die keinen Spaß machen. Ah, spring doch! Der war schon vorbei! Lass mich durch! Jetzt... Halt.
bin darüber gesprungen. Ich hasse das Level. Da war ich doch ja nicht. War doch noch gar nicht auf der Höhe von der blöden Kanone. Und trotzdem bin ich gestorben. Was so scheiße. Mir rutscht mein Daumen weg. Oh. Macht der Kind Spaß. Ja, okay noch. Danke. Häng ja nicht schon lang genug an diesem blöden Scheiß-Level. Wie lange schon? Ja, toll. 20 Minuten schon wieder oder so. Ja, renn rein, weil du denkst, du musst da reinrennen.
Mir fehlen die Worte für den Scheiß hier gerade. Wenn sie schon so eine Level designen, muss auch die Steuerung 100%ig klappen und nicht immer irgendwie verziehen und so ein Scheiß. Hey, ich muss Millimeter zur Seite laufen, damit ich da die Lücke runterkomme und nicht in Lava reinrenne. Einmal kurz angeditscht. Och, das war schon zu viel. Ey, ich will endlich auch hier mal fertig werden, damit ich mit Super Meat Boy anfangen kann. Deswegen... Super Meat Boy finde ich entspannt, im Gegensatz zu den Scheiß hier. Ah, da gibt's keinen Steve, leider. Was ich sehr schade finde. Ah, die haben eh alle andere Fähigkeiten bei Super Meat Boy. Ist ja auch doof. Na geht doch! Was haben wir hier so ein Scheiß? Ja, am besten rennen in... Ja. Aha. Damit muss er erstmal rechnen. Na, Sekunde zu früh oder so. Ja, einmal kurz an Ditch. Nicht wahr? Ich hasse das Timing, die der... Aua, jetzt habe ich mir auf die Zunge gebissen. Ich wollte sagen, ich hasse das Timing dieser blöden Scheißfallen. Ah, ist nicht wahr. Oh, jetzt komme ich da nicht lang. Hey! Warum? Warum? Oh, jetzt verkacke ich den Kack. Ah! Du sollst stehen bleiben. Na,
unglaublich schlecht. Du sollst drüber. Du sollst so einfach nur rüber. Und dann, ja, und jetzt. Ist er nicht gesprungen. Nein. Oh, ist das schlecht. Oh, scheiße. Entschuldigung, ich... Mich regt das gerade ein bisschen auf. Also ein kleines bisschen. So, ein ganz, ganz kleines bisschen. Also... Komm, das Level davor war schon Stress genug. Und das ist jetzt einfach nur noch blöd. Ich wundere mich ja, dass ich nicht bei den ersten Salz hier schon sterbe. Was ich eigentlich logischerweise tun müsste. Warum? Also am meisten Zeit frisst die Steuerung einfach. Ich krieg schon Zuckungen an Daumen. Warum spring ich denn da? Boah. Bleib doch stehen! Bleib doch stehen! Oh, ist doch nicht wahr. Ich nie wahr. Leute, sagt, dass es nicht wahr ist. Spring doch ab. Würde ich nicht ständig bei den einfachen Scheiß hier scheitern. Da hätten wir mehr Zeit für den schweren Scheiß. Oder den kniffligen. Ich hätte nicht springen dürfen. Also hätte ich nicht. Bandage Girl war da auch schon. Hoch mit dir. Och, bleib doch stehen. Oh, wie mich die Steuerung aufregt.
Ja. Das Geräusch der Rakete nervt mich. Da war ich zu schnell, zu voreilig, zu... Nicht in die Kreissägen. Warum habe ich da so lang gebraucht wieder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was soll man hier? Verstehen jetzt. Hä? Hä? Also erstmal können wir das hier total außer Acht lassen. Außer da natürlich. Also ist das hier schon mal total unsinnig. So weit. Außer da. Das nervt mich aber jetzt. Hilf, wo bin ich denn daran jetzt zu stürmen? An der Kreissäge? Hä? Das wieder Präzision gefragt und das wird ja wieder toll werden mit der Steuerung. Kennen wir ja schon. Wow. Welch Präzision. Er springt erstmal 3 Meter weit rüber. Jetzt sterbe ich denn daran. Thank you.
Hoch mit dir. Da kam ich zu spät. Schwierigkeit an den Levels ist, glaube ich, einfach nur an die Bandage zu kommen und der Rest ist eigentlich soweit gar nicht mal so wild. Nein, ich bin zu spät wieder rübergegangen. Nein. Das hätte ich doch machen können. Das hätte ich... Au. Oh, da wurde ich getroffen. Das hätte ich doch schaffen können. Sackrakete. Die Rakete da unten hätten sie weglassen können, die nervt einfach nur. Oh, spring doch. Springen. Ich will diese Bandage. Oh nö. Lass mich doch mit den Kackraketen in Ruhe. Oh. Verkackt ist verkackt. So, und jetzt auch. Ich hab doch angehalten und der driftet weiter. Der driftet natürlich weiter. Wie kann es denn auch anders sein? Millisekunden hier wieder. War eine doofe Idee. Da bin ich an irgendeiner Kettensäge gestorben, die nicht da ist. Oder keine Ahnung. Oder Kreissäge eigentlich. Ist alles Kreissägen. Ja, eine Millisekunde wieder. Boah, spring doch! Ich hasse diese Steuerung. Nein! Aber wie ich diese Steuerung hasse.